Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir da Blocks Fruits. Ja Leute, heute mal meine Top 10 Teufelsfrüchte. Ja, einige haben mich mal gefragt, ob ich mal auf meinem Hauptaccount Blocks Fruits spielen kann. Und ja, hier bin ich, maximal Level fast 80 Millionen Berry. Und heute meine Top 10, beziehungsweise heute zeige ich euch mal die 10 stärksten Teufelsfrüchte in Blocks Fruits. Falls ihr das Spiel angefangen habt zu spielen, falls ihr es durchgespielt habt oder so, das hier ist meine persönliche Meinung, meine Liste. Ihr könnt eine andere haben. Allerdings wollt ihr euch trotzdem mal heute die coolsten, die stärksten und die besten Teufelsfrüchte in Blockfruits zeigen. Ja Leute, ich bin hier maximal Level auf meinem Hauptaccount. Wir haben ja eine kleine Serie gestartet, wie ich auf meinem zweiten Account versucht habe, Blockfruits zu spielen. Falls ihr das nochmal sehen wollt, dass wir das weitermachen, Leute, lasst mich auf jeden Fall gerne mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar wissen. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mir zu passen. Und ja Leute, ich habe gerade die Rubberfruit. Die ist nicht wirklich gut, aber die ist ziemlich cool, weil man kann mit der einfach schlagen, Leute. Bam! Und was ich am coolsten finde, ist einfach die Transformation zu Ruffy. Und dann kann man hier schön sich hier langziehen und schön losfliegen. Und Leute, unser ganzer Körper ist pink, weil wir sind im Gear 2. Genau, Leute. Und ich würde sagen, ja, ich habe tatsächlich, Leute, wir werden uns das jetzt mal anschauen, Leute. Wir werden jetzt uns hier mal hinziehen. Boah, okay, es hat nicht funktioniert. Oh Mann, egal, wir detransformieren uns wieder. Und jetzt laufen wir mal hier, Leute. Und ich würde sagen, fangen wir an mit den Teufelsfrüchten nach dem Intro. Übrigens noch andere Videoideen zu Blocks Fruits habt. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, schon maximal Level, Leute. Das heißt, ich kann keine Farming-Episode oder so machen. Dann lasst mich gerne auch in den Kommentaren wissen. Und natürlich, wie gesagt, wenn du mehr Blocks Fruits Content sehen willst, lass mir einen Daumen nach oben da. Dann sehe ich das. Wir gehen jetzt hier hin, Leute. Ich habe beim Cousin die Spin Fruit bekommen, wie immer, Leute. Wir essen die einfach mal ganz schnell. Und dann zeige ich euch die auch mal, Leute. Das ist einer der schlechtesten Früchte. Aber die ist eigentlich ziemlich lustig, Leute. Weil hier dieses Fliegen sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Oder hier, das sieht auch schon ziemlich cool aus. Das hier ist auch ganz lustig. Und das hier ist, ja, ganz okay. Aber nur für Anfänger, Leute. Also, kommen wir erstmal jetzt, Leute, hier zum Blocksfruits Cousin. Ich habe hier eigentlich fast, nee, zum Blocksfruits Dealer meine ich. Ich habe eigentlich fast alle Früchte mit Robux. Also, ihr seht schon, Leute, ich habe hier diese krassesten Früchte, habe ich alle mir mit Robux geholt und Paul ist gerade im Shop drin. Wow. Ist übrigens einer meiner nicht so favoritesten Früchte. Lauf habe ich nicht mit Robux, Diamond habe ich nicht mit Robux. Und das war's eigentlich auch schon, oder? Wisst ihr was, Leute, wisst ihr was? Komm, wir holen uns kurz mal Diamond und Robux. Falls ich mal ein Video machen soll, wo ich alle Früchte euch zeige, falls ihr das mal sehen wollt, das könnte ein bisschen länger dauern. Jetzt haben wir uns Diamond geholt, Leute. Diamond, Leute. Boom, wir sind ein Diamant. Falls ihr das mal sehen wollt, lasst mich gerne auch in den Kommentaren wissen. Okay, die Diamantfrucht haben wir jetzt, Leute. Und jetzt holen wir uns noch die Love Fruit. Und, oh Gott, falls du übrigens Robux oder Roblox Premium kaufst, mach das doch gerne mit Starcode Jojo. Wir holen uns jetzt hier noch die Love Fruit, Leute. Boom, zack. Und wir haben die Love Fruit. Boom. Cool. Aber die ist auch nicht so gut, Leute. Ich hoffe, dass ihr irgendwann ein Awakening oder ein Rework bekommt. Ja, Leute, ich habe jetzt alle Früchte mit Robux. Oh mein Gott. Oder fehlt uns noch eine? Oh, die Barrier Fruit fehlt uns noch. Oh Mann, ach, ihr wisst ja was, Leute, die holen wir uns auch noch schnell. Und danach fangen wir wirklich an mit meiner Liste. Ich habe übrigens mir keine Liste gemacht, ich werde das jetzt so aus meinem Gefühl raus machen. Jetzt haben wir noch die Barrier Fruit, die ist eigentlich auch ganz cool, aber recht unnötig, Leute. Das Einzige, was ich an der Fruit so cool finde, sind die Treppen, dass man hier einfach diese Treppen hochlaufen kann. Das ist schon ziemlich lustig. Ich hatte eine lustige Situation mit Barpo, mit der Treppenfrucht, nicht mit der Treppenfrucht, Leute, mit der Barrierfrucht. Das war schon lustig, er hat seine Magma für seine Treppenfrucht geopfert, aber, ich meine Barrierfrucht, aber okay, Leute, aber okay. So, dann fangen wir jetzt mal an, Leute, mit den stärksten Früchten aus dem Game. Ich dachte, ja, ist ein cooles Video, Leute. Ist ein recht cooles Video. Wisst ihr was? Ich mache mir doch gerade schnell eine Liste, Leute. Ich glaube, ohne Liste schaffe ich das Ganze nicht zu sortieren. Okay, Leute, fangen wir an mit meiner Nummer 10. Und das ist die Light Fruit, Leute. Die Lichtfrucht. Oh, hier ist der Shop, Leute. Das ist einzig und alleine gut wegen der F-Ability, Leute. Ich habe die Lichtfrucht auch bei mir erweckt. Somit wird sie noch ein bisschen besser. Somit kann man nämlich die F-Ability lenken, was mega cool ist, Leute. Stell dir mal vor, ihr fliegt so schnell und auf einmal lenkt ihr das Ganze. Und ja, das ist einfach, wie gesagt, einfach nur gut wegen der Flug-Ability. Ist natürlich eine sehr, sehr schnelle Frucht. Die anderen Skills sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich kann euch mal ganz kurz hier meine Stats zeigen. Ich habe hier so ein Hybrid-Bild gemacht. Ich habe 2000 auf Blocksfruits, 2200 auf Schwert, 2200 auf Defense und 800 auf Melee. Damit ich wenigstens ein bisschen Energie habe, um hier zu dashen und so weiter und so fort, Leute. Ich habe übrigens, glaube ich, auch alle Schwerter im Spiel. Sogar das Dark Dagger habe ich tatsächlich bekommen, für die Leute, denen das jetzt so sagt. Leute, die Lichtfrucht ist ziemlich gut, auch für Anfänger, weil sie nicht so teuer ist und nicht so selten im Shop. Die ist auf jeden Fall ziemlich stark, weil ihr seht schon, Leute, dieser Flug hier ist auf jeden Fall richtig, richtig schnell und das ist mega, mega cool. Hier die Ultimate, by the way, sieht auch mega cool aus. Bam, 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 bam. Und dann gibt es hier noch so eine Kick-Attacke. Zack und boom, ab in den Boden mit dir.
So, ein schwarzes Darkblade habe ich übrigens auch. Als nächstes auf meiner Liste habe ich den erwachten Phönix. Der ist auch ziemlich, ziemlich gut, weil er auch einen sehr, sehr schnellen Flug hat. Außerdem muss man den nicht mal gedrückt halten, wenn er erwacht ist, Leute. Man kann einfach einmal F drücken, kann dann hier rumfliegen, kann sogar dann noch links klicken und sogar noch in der Form quasi hier Attacken machen. Und zwar einmal diese hier, Leute, die ziemlich cool aussieht. Dann gibt es auch die C-Attacke. Die sieht auch ziemlich cool aus, wenn wir damit ein Monster treffen. Und was am coolsten ist beim Phönix, Leute, das Heilen. Hiermit heilt ihr eure Verbündeten, eure Freunde und euch selber. Das sieht einiges an Energie. Und Leute, bei der V, boom, verwandeln wir uns einen richtig, richtig coolen Phönix. Und das macht alle Attacken nochmal stärker. Jetzt zeige ich euch erstmal den Cremation Cannon, Leute. Die Cremation Cannon hier. Boom, zack, Leute, richtig overpowered. Und jetzt noch die C, boom, auch mega, mega cool. Und dann haben wir hier noch den Linksklick, der auch ziemlich stark ist, Leute. Also man hat auf jeden Fall hier ein ziemlich cooles Moveset. Und mit F kann man tatsächlich auch noch angreifen. Und die Heilungsattacke hat noch einen größeren Radius und macht tatsächlich auch Schaden. Finde ich ziemlich solide Frucht. Spiele ich sehr, sehr gerne, weil, ja, einfach rumfliegen macht damit sehr viel Spaß, weil man kann lenken, man ist schnell. Und an sich eine coole Frucht, Leute. Das ist übrigens keine PvP-PvE-Liste, sondern einfach meine Lieblingsfrüchte. Also, es ist keine offizielle Liste oder sowas, Leute. Wenn ihr das auch nochmal sehen wollt, kann ich das gerne auch machen. Und ja, Leute, machen wir weiter mit Nummer 8 für mich. Und das ist die Control Fruit. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, die Control Frucht. Das ist meine Lieblingsfrucht in One Piece, denke ich mal. Und ja, hier die Control Area ist richtig, richtig, richtig cool. Die ist richtig cool. Man kann sie in der ganzen Area rumteleportieren, was natürlich mega, mega angenehm ist mit dem F, Leute. Mit der F-Attacke. Die Z-Attacke ist quasi die Area. Da kann man mit X hier Steine aus dem Boden ziehen und die dann werfen. Oder man kann tatsächlich auch so einen Baum hier einfach mal wegsnacken und den auch werfen. Ich glaube, bei manchen Gegenständen geht das nicht. Zum Beispiel die Pilze, die kann man nicht snacken. Und so große Bäume wie den da natürlich auch nicht. Dann gibt es noch das Echo-Knife. Haben wir hier unseren Raum in Echo Knife, Leute. Bam! Sieht richtig, richtig cool aus. Und boom! Nice! Und dann gibt's noch, Leute, die Final Attack, das Gamma Rush. Den muss man sehr gut treffen. Und wenn man den getroffen hat, sehen wir schon, Leute, was hier abgeht. Das ist auf jeden Fall mega krass. Aber für diese Frucht braucht man sehr guten Aim. Und man hat gerade fast nichts gesehen. Aber ihr habt's erkannt. Und das ist alles, was zählt. Und die hole ich mir noch, Leute. Die hole ich mir noch. Ihr kommt mir nicht davon. Ihr kommt mir nicht davon. Kann ich das Haus hier auch ziehen? Jawohl! Leute, wir schmeißen das Haus auf sie. Und boom! Mein Platz Nummer 6 ist die Venom Fruit, Leute. Die Venom Fruit, richtig, richtig nice. Gefällt mir sehr. Hier links haben wir so ein... Ist es rechts, Jojo? Ist es rechts? Haben wir so ein Fairy Meter. Der muss sich auffüllen. Dann können wir was Cooles machen. Aber davor haben wir hier mit der Y-Attacke, mit der Z-Attacke haben wir so einen kleinen Gift-Bullets. Dann haben wir mit X, haben wir dann hier so einen Ball, den man auch aufladen kann. Mit C haben wir hier so ein Dust um uns herum, quasi so ein Nebel um uns herum, der natürlich auch Schaden macht über die Zeit. Mit F können wir tatsächlich auch fliegen und das sieht mega, mega cool aus. Damit machen wir übrigens auch Schaden hier, wenn wir durch den Gegner durchfliegen, was natürlich auch mega nice ist. Und Leute, wenn unser Fairy Meter voll ist, sehen wir gleich, können wir es gleich ausprobieren, Leute. Können wir es gleich ausprobieren, es dauert nicht mehr lange, bis er voll aufgeladen ist. Und... Boom! Wie cool ist das denn bitte? Guckt euch an, wie ich aussehe und das verstärkt nochmal alle unsere Attacken um einiges. Vor allem den Nebel macht es richtig stark, Leute. Schießen wir das Ding, wenn wir fliegen, sehen wir hier, wir fliegen und unsere drei Köpfe fliegen uns herum, die tatsächlich auch noch schießen auf Gegner, wenn wir das Fliegen aufhören. Und das Krasseste hier ist, Leute, der Nebel. Schaut euch das an, wie cool das aussieht. Und was für eine riesen Range das hat. An sich, die Transformation sieht auch cool aus. Der einzige Nachteil ist, während man hier quasi transformiert ist, kann man nicht mit seinem Schwert oder mit seiner Faust angreifen. Das ist, warum die Frucht ein bisschen so tief ist. Aber ich spiele sie trotzdem sehr gerne, weil es ist einfach cool ist, Leute. Die Transformation hier alleine und dann dieser Nebel hier sieht einfach mega, mega nice aus. Man kann immerhin dashen und man kann auch richtig, richtig hoch springen hiermit. Schaut euch das an, wie hoch man einfach springen kann. Und das Fliegen ist natürlich auch nochmal cool. Ja, Leute, auf dem Platz Nummer 5 haben wir bei mir die Leopard Fruit. Ich finde, die Fruit ist die teuerste Fruit im Game, kostet 5 Millionen Berry und ist so lala. Ich weiß nicht, viele von euch spielen sie gerne. Ich bin jetzt nicht so der PvP-Spieler. Ich finde sie okay. Es ist ganz okay, Leute. Hier, das ist die Z. Bam, bam, bam. Wir schießen einige Schüsse quasi und dann nochmal so einen starken hinterher. Dann haben wir hier die X, Leute. Boom. Wir machen so einen Kick und schießen den dann nach oben. Es ist quasi wie ein zweiter Fighting-Style in manchen Wegen. Dann gibt es auch die C, Leute. Wir springen nach vorne. Gram ihn und zerstört ihn absolut. Wir schießen ihn nochmal ab mit unserer Fingerpistole, Leute. Was die Frucht aber links so stark macht, ist wie bei der letzten Flut auch die Transformation. Und die zeige ich euch jeden Moment. Wir haben hier noch mit der F, Leute. Mit der F können wir noch so ein bisschen nach vorne dashen. Ja, ich habe hier One Piece geguckt, Leute. Man kennt diese Skills auf jeden Fall aus dem Anime, Leute. Und ja, die
F, die Transformation, die V ist natürlich krass, Leute. Boom, hier sind wir, der Leopard. Hier, das verstärkt nochmal alle unsere Attacken, Leute, hier mit der Z. Boom, boom, ich finde, es sieht einfach, Leute, selbst als nicht Rocksfruit-Fan würde ich diese Attacken sehen richtig cool aus. Selbst da würde ich diese feiern. Dann haben wir hier die X, Leute, ist quasi dieselbe Attacke, nur ein bisschen größer und stärker. Und die C ist ganz cool, Leute. Bam, wir ziehen die hier und jetzt sind wir noch krasser, Leute. Wir haben hier Feuer um uns herum und wir können hier absolut eskalieren. Was hier bei der Fruit auch noch richtig cool ist, Leute, man kann auch hier links klicken jetzt. Das heißt, man kann quasi mit der Frucht angreifen. Das heißt, selbst wo wir keinen Schwertzugriff haben, können wir trotzdem links klicken. Und jeder vierte Linksklick machen wir hier so eine richtig krasse Schreiexplosion, was natürlich auch mega nice ist. Die F funktioniert natürlich auch. Ist jetzt nicht allzu stark, Leute. Aber dieses Linksklicken ist auf jeden Fall schon ziemlich krass, wenn man das noch mit den ganzen Attacken kombiniert und so weiter und so fort. Hat das auf jeden Fall schon einiges an Attackpotenzial. Aber es ist nicht eine meiner Favorite Fruits. Also, natürlich ist sie eine meiner Favorite Fruits. Aber da gibt es noch vier Früchte, die ich noch ein bisschen cooler finde. Und zu denen kommen wir jetzt. Wir sind jetzt erst bei der Nummer 5, merke ich gerade. Ich habe mich anscheinend eben verzählt. Es tut mir leid. Und auf Nummer 5 haben wir die Soul Fruit. Ja, Leute, die Seelenfrucht können wir auch hier cool mit Linksklick benutzen, um uns so kleine Buddies hier zu beschwören. Und wir haben jetzt einfach dreimal denselben bekommen. Wow! Aber der heilt uns immerhin, Leute. Dann haben wir hier mit Z, können wir hier so seine Seele klauen und damit dann wieder einen Buddy spawnen. Hier haben wir jetzt den Baum, der setzt ihn so stuck, Leute, und währenddessen können wir ihn halt ziemlich gut angreifen, wie ihr seht. Und dann haben wir mit X haben wir das hier, mit C haben wir das hier, aber C kommt gleich erst, Leute. Wir haben gerade X eingesetzt und jetzt seht ihr, die Sonne ist cooler geworden, die Wolke ist nicht mehr schwarz, aber wenn wir jetzt eine Attacke mit der Wolke machen, ist die Wolke wieder schwarz, weil das sich hier ausgeglichen hat. Wenn wir jetzt allerdings nochmal eine Attacke mit der Wolke machen, werden wir schon feststellen, Leute, wir müssen kurz auf den Cooldown warten. Boom, Leute, dann sehen wir schon, die Wolke hat sich nochmal entwickelt. Und jetzt reiten wir tatsächlich mit unserer F-Attacke auf der Sonne. Weil normalerweise reiten wir quasi auf der Wolke. Der Flug ist recht okay, er ist recht okay schnell. Nicht der allerschnellste, aber auch nicht allzu langsam. Aber ja, Leute, wir haben hier auf jeden Fall jetzt hier wieder den Ausgleich geschaffen. Boom, jetzt ist unsere Sonne wieder cool und unsere Wolke ist auch wieder cool. Und Leute, was am coolsten hier ist, ist die Ultimate, und zwar die V. Leute, schaut euch das an. Bam, 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 bam. Und boom, das macht richtig viel Schaden und richtig viel Spaß hier mit unseren Buddies hier rumzuspielen. Und es gibt sogar noch einen dritten Buddy. Vielleicht spawnen wir den jetzt mal. Nee, anscheinend nicht, Leute. Anscheinend nicht. Aber hier unsere Bäume setzen die NPCs auf jeden Fall schon stuck. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und jetzt warten wir noch, bis einer spawnt. Wobei, wir gehen einfach hier hin, Leute. Bam. Und jetzt kriegen wir den letzten Buddy. Komm schon. Ist er hier? Hallo? Ich sehe ihn gar nicht. Nein, es ist wieder der Baum. Egal, der letzte ist sowieso mein am wenigsten favorisierter. Eine Giftblume. So, Leute, auf der Nummer 4 haben wir die Drachenfrucht. Ja, Leute, Drachenfrucht benutze ich nicht wirklich oft. Ich finde sie allerdings mega, mega, mega cool. Und darum geht es ja heute in diesem Video hier. So, wir haben einmal die Z-Attacke, die einfach richtig nice aussieht, Leute. Man hat einfach so einen riesen Feueratem in seinem Mund und kann damit dann rumschießen. Das sieht natürlich richtig cool aus. Und dann haben wir hier die X. Boom, wir grabben ihn und schmeißen ihn weg. Dann haben wir hier die C. Schießt einfach eine absolute Kanone auf ihn. Dann können wir noch mit F, können wir dann fliegen, haben so kleine Drachenflügel. Und Leute, wer hätte es gedacht? Die V-Attacke ist selbstverständlich, wie kann es denn auch sonst sein, eine Transformation, für die wir noch den Ferrymeter ein bisschen aufladen müssen. Das Ganze haben wir jeden Moment geschafft, Leute, und wir transformieren. Hallo, wer bist du denn? Hallo, mir stehen wir nicht im Weg rum. Unsere Transformation! Hier, Leute, wir sind ein riesiger Drache, der man übrigens umfärben kann, desto mehr Mastery-Mann auf ihm drauf hat. Und jetzt wird unsere Attacke nochmal stärker. Schaut euch diese Explosion an, Leute. Boom! Schaut euch die Klauen. Bam! Die hatten wir eben, haben wir nur den Gegner so ein bisschen gegriffen. Jetzt ist es absolut overpowered. Die Flugattacke funktioniert gar nicht mehr, Leute. Aber hier diese Krallen, die haben sich schon in sich. Und Leute, die C, der Schauer, ist absolut heftig. Guckt euch das an. Wer soll das denn bitte überleben? Es sieht absolut krass aus, Leute. Ihr seid einfach der heftigste Drache. Und das ist natürlich mega, mega, mega cool. Jetzt kommen wir allerdings zu den Top 3, Leute. Wie gesagt, falls ihr nochmal ein ausführlicheres Video über alle Teufelsrichter haben wollt, dann kann ich es natürlich auch gerne mal machen. Und ja, Leute, jetzt kommen wir zu meinen Top 3. Seid gespannt und ich bin auch gespannt. Auf die erwachte Magmafrucht. Genau, Leute, wer hätte es gedacht? Die Magmafrucht darf hier natürlich auch nicht fehlen. Absolut overpowered. Hier haben wir die Z-Attacke, Leute. Man kann sie halten. Sie schießt absolut viele Magma-Fists hier rum. Die nicht erwachte Magma ist immer noch stark. Jetzt nicht so stark. Ist auch eine coole Frucht für Einsteiger, wobei sie jetzt nicht gerade so billig ist, Leute. Also als Einsteiger würde ich euch immer empfehlen, kann ich mal ganz kurz für die Einsteiger von euch machen, würde ich euch empfehlen, Leute. Holt euch am besten hier die Smoke-Frucht oder die Flame-Frucht. Ich würde euch die Flame-Frucht auf jeden Fall empfehlen, weil sie ist halt elementar.
Elemental, das heißt, ab einem bestimmten Level können euch dann Monster und so nicht mehr hitten, es sei denn, sie haben Haki. Oder die Eisfrucht ist auch ganz okay, die Sandfrucht auch ganz okay. Aber ich würde euch die Flamefrucht empfehlen, ist übrigens auch mega cool erwacht. Oder halt die Smogfrucht, weil es ist halt wichtig, dass diese Elemental ist. Und das ist die Smogfrucht halt eben und kostet auch nur 100.000, also auf die kommen wir auf jeden Fall schon ziemlich schnell. Sonst könnt ihr euch die Flamefrucht holen, ist nur ein bisschen teurer. Flamefrucht auf jeden Fall definitiv besser als die Smogfrucht, aber im Notfall geht die Smogfrucht auch klar. Dann haben wir hier die X-Leute, boom, zack, das müssen wir auf den Gegner machen. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu den Gegnern und zwar mit unserer F-Leute. Wir fliegen zu den Gegnern hin. Wir sind auf einem riesigen Drachen und diesen können wir sogar jetzt auf unseren Gegner schmeißen. Und das Ganze macht natürlich nochmal Schaden, hätten wir jetzt getroffen. Jetzt kommt hier die X-Leute, boom, zack und bam, nice. Und jetzt haben wir die C-Leute, schmeißen einen riesigen Lava-Hund. Und Leute, die V-Attacke ist absolut krass, man schmeißt sich in die Luft und dann bam. Und das drückt auf jeden Fall schon ordentlich Schaden rein. Außerdem können die mich angreifen, weil sie Haki haben. Aber außerdem ist es auch eine Elementalfrucht, was es natürlich auch sehr, 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 sehr stark macht. Ja, Leute, auf der Nummer 2 haben wir die erwachte Buddha-Frucht. Wer hätte gedacht, dass die auf der Liste ist? Die normale Buddha-Frucht ist auch schon OP. Die Buddha-Frucht ist die allerbeste Frucht zum Farmen. Egal, ob erwacht oder nicht, es ist die beste Frucht zum Farmen. Korrigiert mich, wenn ihr falsch liegt, aber... beziehungsweise, wenn ich falsch liege, aber... Ich habe damit hochgefarmt, beziehungsweise ab einem bestimmten Level, Leute. Ich habe Abok damit hochfarmen lassen und seinen Bruder... Und noch viele mehr und ja, es ist einfach die beste Frucht. Schlussweg einfach wegen, ihr seht hier diesen Ring um mich rum, Leute. Das ist meine Range. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Gegner gehe mit dieser Frucht und es sieht erstens mächtig aus, zweitens sind wir riesig. Und ihr seht schon, Leute, ich kann ihn einfach von hier aus attackieren, was einfach absolut overpowered ist. Also ich kann hier, ich muss nicht mehr, normalerweise muss ich hier so an ihn ran, damit ich ihn schlagen kann. Aber hier mit der Buddha-Frucht, Leute, habe ich so einen riesigen Radius, wo ich ihn attackieren kann, was einfach nur absolut unfassbar stark ist. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Die haben nicht mal die Chance, mich anzugreifen, weil sie nicht an mich rankommen. Das ist halt OP. Quasi das einzige OP an der Buddha-Frucht ist die Transformation. Die anderen Attacken sind gar nicht mal so schlecht, wenn ihr die erwacht habt. Und zwar haben wir hier einmal die X-Leute. Boom, zack. Sieht ziemlich cool aus. Dann haben wir die C. Ist quasi dasselbe wie die X, nur schießt man das. Und dann haben wir noch die F-Leute. Bam, ihr greift ihn und schmeißt ihn auf den Boden. Und die V kann man halten. Und ab geht's nach oben. Ist ganz okay, aber das, was die Buddha-Frucht halt so krass macht, ist die Transformation, Leute. Weil schaut euch an, wie groß ich bin. Schaut euch an, wie groß ich bin. Ich bin einfach, nur damit ihr einen Vergleich habt hier gerade, ich blende euch mal gerade einen Screenshot ein, wie groß die große Buddha-Frucht im Vergleich zu der kleinen ist, also die erwachte. Und jetzt schaut euch dieses Haus an und jetzt schaut euch mich an. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Und jetzt kommen wir auch zu der Nummer 1. Schreibt auch übrigens mal eure Top 5, Top 1, Top 10 Früchte aus Blockfruits in die Kommentare rein. Meine Nummer 1 ist die Dofruit, Leute. Die Mochi-Frucht ist meine Nummer 1. Macht extrem viel Spaß damit zu spielen. Die erwachte Version natürlich, Leute. Die nicht erwachte ist auch okay. Jetzt aber nicht so stark wie die erwachte. Die zu erwecken ist auf jeden Fall einiger an Hustle. Aber sie ist immer noch cool, Leute. Die F ist mega cool. Ihr habt so einen Ring, auf dem ihr einfach, mit dem ihr einfach Berge hochfahren könnt. Ihr könnt sogar mit dem über Wasser fahren. Und er passt sich sogar eure Haki-Farbe an, was auch mega cool ist. Dann haben wir hier den Linksklick, Leute. Mit dem Linksklick könnt ihr hier schlagen und schlagen, was einfach mega cool aussieht. Und nochmal schlagen. Dann haben wir die Z-Leute. Boom. Dann haben wir so ein Ding und das können wir schießen und schmeißen. Und das seht ihr, sieht auch mega cool aus, Leute. Dann haben wir die X. Die X macht so ein Ding aus dem Boden, kommt da raus. Das sieht auch mega cool aus. Greift natürlich auch den Monster, also das Monster an, beziehungsweise den NPC. Werden wir uns mal schnell dahin begeben, Leute, damit ich euch das nochmal besser zeigen kann. Beziehungsweise, wenn ihr in der Luft seid und die X macht, ist das ein komplett anderer Move. Und zwar springen wir jetzt mal, machen die X und jetzt seht ihr schon, Leute, bam, 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 bam. Es ist dieselbe Attacke, aber quasi anders. Also wenn ihr auf dem Boden steht, macht ihr das, was ihr eben gesehen habt. Und wenn ihr in der Luft seid, macht ihr das, was ihr gerade gesehen habt. Wir machen jetzt nochmal die auf dem Boden Attacke. Komm, 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 Cooldown, komm, 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 komm. Und schnapp ihn dir. Bam. Dann haben wir die C, Leute, meine Lieblingsattacke. Sieht absolut mächtig aus und bam. Sieht richtig cool aus. Und dann können wir ihn hier mit Schlägen noch finishen oder schmeißen nochmal eine Z danach und grabben ihn mit unserer X, wenn diese denn fertig wäre. Zack, da ist sie fertig und gekillt. Und dann haben wir noch die V, Leute. Die V auch absolut mächtig. Bam, 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 bam. Das sieht auch richtig cool aus. Damit kann man auf jeden Fall schon jemanden gut stuck setzen. Und dann kann man diesen ziemlich, ziemlich schnell killen. Ja, Leute, was natürlich ziemlich cool ist. Also, diese Frucht macht meiner Meinung nach am meisten Spaß zu spielen. Es ist einfach nur richtig cool, mit diesem Reifen hier rumzurollen. Vor allem, weil er auch über Wasser rollen kann. Die nicht erwachte Frucht ist jetzt nicht so gut, aber dennoch gut. Und das hier war meine Top 10 meiner Lieblingsfrüchte aus Blocksroot. Nicht die stärksten, sondern meine Lieblingsfrüchte. Falls es dir gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da und abonniert den Kanal und aktiviert auch keinen meiner coolen Roblox-Videos mitzumachen. Und dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!